Jo, meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash Royale mit der 16. Folge mit einer Legendary. Es ist alles heute dabei. Es geht wieder das Programm. Richtig geil. Wir gucken mal im Chat, was hier so läuft. Ja, okay. Gut. Ich würde mal sagen, wir fragen mal ein Testspiel an. Vielleicht nimmt ja jemand an. Ja, machen wir erstmal Pause, gut. So, letztendlich hat der gute Winnie angenommen. Er schreibt direkt mal viel Glück. Da schreibe ich mal Danke und nochmal viel Glück. Ja, mein Deck ist richtig geil. Der Prinz ist am Start von Winnie. Ein Zweierprinz. Und die Barbaren gesetzt. Natürlich die 9er Barbaren, nicht die 8er. Die hatten wir mal früher. Feuerball, aber nicht ganz getroffen. Das war ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Auch nur ein bisschen. Nur ein bisschen, okay? So. Ja, ein bisschen Damage. Gerne. Jetzt haben wir auch den wunderbaren Elixiersammler auf Level 6. Das ist richtig cool. Und vielleicht hört ihr ja, dass ich mich so komisch anhöre. Ich habe einen kleinen Schnupfen. Also, nicht wundern. So. Ja, wenn jetzt nichts Großes passiert, dann würde ich mal sagen, pushen wir mit dem Lava-Hund. Ja, komm. Komm, wir gönnen es uns. Wir gönnen es uns. Den Lava-Hund am Start. Richtig geil. Richtig geil. So. Was macht er denn? Er hat einen Prinz auf der anderen Seite. Das ist nicht so dumm. Das hat gerade ziemlich geleckt hier. Er ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Aber jetzt geht es los, mein Freund. Denn jetzt kannst du deiner Mami Bye-bye sagen? Dann guck dir das doch mal an. Vier Barbaren und ein wunderschöner Lava-Hund. Er schreibt schon gutes Spiel. Das hat sich einfach erledigt. Ja, danke. Am Start. Komm, machen wir noch einen zweiten? Nee, wir freezen das Ganze. Freeze nicht zu spät gesetzt, denn jetzt kommt der Final Push und der Turm ist down. Richtig geil. Nur 2 Minuten hat das Spiel gedauert. Ja, ist ja alles gut hier. Jutta Winnie. So, am Start. Jetzt machen wir mal wieder ein paar Live-Kämpfe. Eine süße Truhe haben wir auch noch am Start. Und zum Schluss werde ich auch noch eine Kronentruhe öffnen. Das werde ich dann alles skippen. Auf jeden Fall, let's go. Wir kämpfen. Level 8 da ist am Start. Okay. Ich habe jetzt wieder ein paar Pokale verloren, leider. Ja, läuft nicht so bei mir wie sonst. Ja, was machen wir? Ich kann nichts anderes setzen hier. Ich habe einfach nichts Vernünftiges gerade. Das ist immer blöd. Was setzt er denn? Ein Feuerball. So sollte man das machen, aber das ist falsch gesetzt. Das ist ganz schön schlecht von dir, mein Freund. Das hast du ganz schön schlecht gemacht. Ich bin enttäuscht. Jut, danke. Er ist so blöd. Er setzt erstmal Pfeile auf. Alter. Nee, oder? Ich glaube, wir werden ihn jetzt plätten. Oh, jetzt pusht auf der anderen Seite. Wer macht mehr Damage? Wer macht mehr Damage? Würde er eher sagen, dass ich hier einen Feuerball drauf mache? Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, auch noch den Feuerball falsch gesetzt. Ich würde sagen, wir freezen das Ganze mal. So, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Also das wird hier ein geiler Kampf. Ich glaube, er kann uns den Sieg gleich gönnen, weil, Alter, das ist doch so dermaßen dumm von ihm. Er greift am Haupttower an? Ich glaube ja, oder? Nee, wir machen das mal klassisch. Wir greifen erstmal an den normalen Tower an. Wir machen es klassisch. Richtig geil klassisch. Ja. Ja. So. Gleich kommt die letzte Minute, da werden wir nochmal richtig geil pushen. Und er setzt hier den schönen. Und den schönen. Schade, aber oh. Oh. Ich glaube, wir machen doch nicht klassisch. So wie uns das ja schon anlächelt. Wenn auch noch die. Ja, das könnte gut werden. Das wird gut. Hier noch den Feuerball rauf gegönnt. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht.
lasse hier noch ein paar Wunderbärchen mal bahnen. Die kümmern sich erstmal schön um den Riesen. Ganz gechillt. Er ist blöde. Er ist nicht schlau. Das gefällt mir. So gefällt mir das Ganze immer. Wenn die Gegner blöde sind. Komm, hier Feuerball. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Also er setzt das Ganze nicht schlau genug ein. Das hat er auch wieder nicht so schlau gemacht, weil er hat wieder verfehlt. Und damit haben wir gewonnen. Also sowas solltet ihr nicht tun, weil das ist einfach der größte Fehler, den ihr je machen könnt. So, Blitzübertrag am Start. Okay, nehmen wir mit. Drei wunderbare Kronen nehmen wir auch mit. Hier ist wieder eine Menge im Chat los. Zack, 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 zack. Der Winnie schreibt, ich bin Arena 4 geworden. Cool. Ja, danke, dass ich Vize bin. Und sehr schön. Und ein weiterer Kampf. Gönnen wir uns, weil wir es können. Vielleicht brauche ich auch gar nicht skippen, wenn wir die beiden Kämpfe jetzt noch hier perfekt gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass ich so einen Luck habe. Das war eben nur lucky, weil der Gegner ganz schön dumm war. Er war wirklich dumm. Oh, ein 10er Ritter. Ich habe noch keine 10er Truppe, leider. Pfeile, scheiße. Okay, doch nicht. Wir brauchen keine Pfeile, für sowas nicht mehr. So, macht das ein bisschen Damage. Wenn er schlau ist, setzt er was. Ja, okay. Die Frage ist jetzt, was setzen wir? Komm, wir setzen Feuerball. Ich weiß nicht, was ich sonst setzen soll. Okay, er macht schon Damage, er ist nicht schlecht. Der Mianiak. Ja? Gleich. So. Meine Mutter war eben auch am Start. So. Gucken wir mal. Sorry wegen der kleinen Unterbrechung eben. Ich denke mal, es stört euch nicht. So, Wunderbärchen, Frost. Aber es ist ein Stück zu spät. Oh, das war nicht schlecht, das war ganz gut. Oh ja. So gefällt mir das Ganze. So gefällt es mir sehr gut. Und das ist toll, das gefällt mir, Leute. Ah, Mist. Ja, okay. Soll er sich den Tower snacken? Dann holen wir uns halt mehrere Tower, ne? Ja, ich bin nicht blöd. Wir machen es klassisch. Ich brauche eigentlich gar keine 3. Mit 2 wäre ich auch zufrieden. So, komm, Lavahand. Am Start. So, was macht er? Eine Valkyrie. Ja. Okay. Er entscheidet sich dazu, selber zu pushen. Jetzt spielen wir einen Feuerball. Ja, ist nicht schlimm. Das Goblin Battle stört mich überhaupt nicht. Ja, sehr schön. Das könnte im Tower regnen. Ja, wohl. Komm. Gib Gas. Go, 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 go. Zieh durch. Jawoll. Oh mein Gott, haben wir einen Luck, Leute. Wir haben so einen Luck. So viel Luck hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hätte nur das Luck, weil ihr dabei seid. Sehr schön. Silbertruhe am Start. Öffnen wir. Gold. Bogenschützen. Oh, Pfeile sind immer gut. Hier gespendet. Kein Problem. Danke für Lakaienhunde. Ich habe sie Level 6. Bitte. Sehr schön. Wunderbärchen. 3 Kronen Sieg, dann muss ich nicht skippen. Genau 2300 Trophäen. Let's go. Ich bin bereit dafür. Komm, 3 Kronen Sieg. Wen haben wir denn hier? Watasiho. Okay. Viel Glück. Schön, dass er viel Glück schreibt. So eine Menschen mag ich. Schreibe ich auch mal viel Glück. So, hier.
Erstmal Speed Goblins, ganz gechillt. Er setzt Maria. Okay, kann er machen. Pumpe. Ich hoffe, ich habe das jetzt schlau gemacht. Weil es kann ja sein, dass er jetzt einen feinen Push macht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich mache das schon auf meine Art. Weil jetzt ist sein Maria weg. Jetzt können wir schön mit der Lakaienhaut angehen. Die rasiert ja auch ganz schön. Das ist gut. Aber er rasiert auch ganz schön. Aber okay. Wir könnten ja jetzt schon pushen, ne? Eigentlich könnten wir uns das schon gönnen. Okay, komm. Wir pushen. Ich hab Bock drauf. Leute. Ich will mir einfach die Tower snacken. So richtig snacken. Komm. Barbarians. Okay, Nöte. Solange es keine Barbarenhütte ist, finde ich es ganz in Ordnung, weil Barbarenhütte, ich hasse es, ne? Ich hasse es so dermaßen. So, hier, komm. Go. Freeze. Sehr schön, Freeze rasiert. Ja, ist auch ganz in Ordnung. Also es ist hier ein bisschen gleichmäßig jetzt. Ein Unentschieden würde ich auch machen. Aber eigentlich wollte ich auch einen 3-Kronen-Sieg. Vielleicht schaffen wir es, ja. Vielleicht wird der Final Push ganz gut. Also dann hätten wir wirklich unseren 3-Kronen-Sieg und das wäre natürlich richtig nice. So, hier. Pumpe. Wir sind rumgepumpt. Am Start. So. Okay. Leute, ich weiß, ich mache Fehler, aber ich will einfach meinen 3-Kronen-Sieg. Ich bin jetzt heiß drauf. Und die könnte ich mir gönnen. Oh ja, das sieht ganz gut aus. Please, 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 please. Das sieht ganz okay aus, Leute. Komm, das wird ein 3-Kronen-Win. Das wird es. Jawoll! Mann, haben wir in Luck, Leute. Da ist er wirklich, der 3-Kronen-Win. Leute, also heute bin ich ja wieder mega lucky. Und eine Goldruhe. Okay, nehmen wir mit. Mega Luck. Eine Grundruhe. Richtig geil. So, was haben wir denn hier? 3 Juwelen. 5 Bogenschützen. 2-mal Valkyrie, 4-mal Ofen. Keine Epic, aber war ganz okay. War ganz unokay. Ja. Muss man mal sagen, war ganz schlecht, aber okay. Muss ich so akzeptieren. Das war's mit dieser wunderbaren Folge. Wir haben nur gewonnen hier. Richtig cool. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut und ciao.